machen. Ich kenne die zwei werten Herren. Und wenn sie ihre Wellen sein werden, nachher in einem Monat dann wieder neu holen, dann sollen sie ruhig rebellisch sein und das für sich selber gehen und im Jugendzentrum mitgestalten. Und sollen mitmachen. Nachher können wir wieder Konzerte machen, weil die Gemeinde, ich glaube, dass sie uns wieder weiterarbeiten lässt. Das ist einfach eine Maßnahme zum Schutz der Nachbarn, obwohl die Nachbarn eigentlich allen hinbringen, kann es sein, bis zu einem gewissen Grenzen. Quindi, grazie. Vielleicht meinst du schon noch etwas draußen, damit man die kastrote Geschichte zu Ende kommt? Das ist schon klar. Ich kann nicht stundenlang reden, aber ich glaube, das ist jetzt im Moment nicht so angebracht. Auf alle Fälle wäre eine Lösung da angeboten, ist die Frage, ob das, ist das in deinem Sinne oder Peter, so wäre das Kurs, dass der Abschluss noch so weitergeht. Ja, soll ich jetzt nüchtern und zum Bürgermeister gehen und mit dem was ausmachen? Ja, wollte ich das Beispiel von links bringen, weil ich es am besten kann. Das sind nichts andere Sachen, was ungefähr gleich abgelaufen ist. Und wo es, weil, okay, bei der Insel war es, wie er gesagt hat, war es das öfter, aber das sind Sachen, was nur zum ersten Mal geschlossen worden sind. So was. Das ist jetzt in die Richtung, dass es auch wieder aufsteigt. Aber die Strategien dahinter sind, also es gibt von Seiten, es gibt von Seiten der Erwachsenen ähnliches Interesse, dass die Sachen offen bleiben. Ja, und das hängt nur davon ab, welche Strategien ihr anwendet mit den Jugendarbeitern, dass sie offen bleiben. Und wenn ihr in diesen Spielregeln einsteigt, dann können sie mehr oder weniger halb autonom organisieren. Ja. Ansonsten legt sie euch sofort wieder auf die Matte, wenn ihr diese minimalen Spielregeln habt. Ja, das stimmt auf jeden Fall. Aber und dafür können Sie die Jugendarbeiter nutzen, die sind ja für das gezahlt. Also. Prima, allora, per riprendere un po' il filo, cambiare argomento ma non del tutto, no? Prima è stato detto che energie ci sono e bisogna saperle organizzare. È stato detto spazi autogestiti in cui però non ci venga detto cosa dobbiamo fare. E dal punto di vista dell'amministratore, no? Colui che da funzionario, come il signor Regla, gestisce del denaro pubblico, quando sente parlare di spazi autogestiti che fuori dagli schemi, fuori dalle organizzazioni, cosa le viene in mente? Può esistere uno spazio autogestito? Volevo solo fare una premessa. Prego, prego. Io non ho visto ribelli stasera, al limite contestatori, ma ribelli non ho visti, perché i ribelli per me hanno degli ideali che vogliono portare avanti, magari contro le situazioni, però ribelli io questa sera non li ho visti. Arrivando all'argomento, autogestione, cosa significa autogestione? Significa disporre di un qualcosa autonomamente e fare ciò che vuol fare la gestione che ne propone. È un problema. L'autogestione, come viene chiesa, a Tasci non esiste proprio. Nel senso che qualsiasi persona che parte, anche un giovane, meno giovane, poco importa, perché l'autogestione è stata chiesta non solo da giovani, ma è stata chiesta anche da persone meno giovani. L'autogestione non esiste, si chiede un locale per autogestirlo. Cosa significa autogestirlo? Significa che qualcuno comunque, e allora quello lo autogestisce, si assume delle responsabilità. Perché quando uno gestisce l'attività in un centro, io non parlo di un centro che potrebbe essere anche un altro locale, deve sapere che per utilizzare uno spazio, pubblico o privato che sia, deve disporre prima di tutto di questo spazio. Per disporre di questo spazio o l'ha acquistato o ci deve pagare un affitto. Oltre a quello ci deve pagare tutte le spese che stanno in giro al funzionamento di questo spazio. Paghiamo la luce, paghiamo le notifiche, paghiamo le imposte, paghiamo le tasse. La porta, chi la apre,
sa che appena aperta la porta nascono delle responsabilità. Viviamo in uno stato invinto dove ci sono diritti e doveri da rispettare. Pertanto l'autogestione cioè deve, cosa si intende per autogestione? Se è un'autogestione responsabile può esistere, se l'autogestione non è responsabile allora non può esistere. Grazie. Men che meno con i locali pubblici. Teniamo presente che i locali pubblici non sono dell'amministratore pubblico, io sono un amministratore funzionario, non sono un amministratore pubblico, ma non sono locali del politico turno, ma sono locali di tutti i cittadini. E di conseguenza bisogna pensare a beni che sono di tutti e non possono essere esclusivamente di alcuni. E pertanto le regole vanno rispettate, nel rispetto dei cittadini che pagano le tasse. Gadagius ist das Gegenstück im Amt für Jugendarbeit, stellvertretende Leiterin dort. Ich greife jetzt nochmal den Gedanken auf von Peter Kohler auf, wo es einfach darum geht, auch wo gibt es echte Plätze, wo es eine gleichberechtigte Diskussion zwischen den Generationen auch gibt. Das Amt für Jugendarbeit, soweit ich weiß, organisiert ja sehr viele Modelle auch der Partizipation, wo Jugendlichen echt mitreden können, von der Gemeindeebene bis Landesebene. Gelingt da ein echter Diskurs? Weil das, was wir heute auch hier erleben, und das, was mir eben auch bei der Vorbereitung aufgefallen ist, dass das Podium halt von Experten eben besetzt ist und das eigentlich, ja, es ist ja auch räumlich so, die Jugendlichen, die wenigen, die eben hier sind, sind ja auch irgendwo mit dem Rücken, sind Publikum hier. Nicht? Und von daher kann das nicht so ganz gut funktionieren. Aber ihr habt ja praktisch wahrscheinlich andere, positivere Möglichkeiten, diesen Diskurs zu führen zwischen Jugendlichen und Erwachsenen. Ja, also wir als Mitarbeiterinnen im Amt für Jugendarbeit schon, aber vor Ort sind es die Jugendarbeiter, die wirklich auch diesen Diskurs führen. Also diesen Austausch und diese Bereitschaft auf Jugendliche einzugehen, die Wünsche der Jugendlichen zu respektieren, sie einzubinden in Entscheidungen, sie ja, Projekte auch selbstständig ausarbeiten zu lassen, das gibt es schon in den Jugendzentren. Also von daher gibt es sehr viel Möglichkeit, viel Freiraum, viel sie können sich Unterstützung holen, wenn sie wollen, aber es wird ihnen auch viel Eigenständigkeit zugestanden. Es gibt das in Form von Projekten, wo dann aus den eigenen Reihen heraus und auch da nochmal Verantwortliche praktisch das Ganze in Hand nehmen, oder es gibt verschiedene Modelle. Es gibt von unserer Seite, also meine Kollegin Heide Mock ist da die Zuständige für die Partizipation, heißt das so schön. Sie leiert auch Zukunftswerkstätten an. Das ist ein Leiert. Leiert. Organisiert. Nein. Sie regt es an. Leiert. Ist richtig. Ja, Sie. Begleitet Zukunftswerkstätten zum Beispiel und findet, die kann es nur wiedergeben, weil ich jetzt nicht dabei war und bin nochmal dabei. Sie findet es eine sehr geeignete Methode, um die Themen, wirklich ihre eigenen Themen aufkommen zu lassen und dann bis zum Schluss nachher in die Verwirklichung zu führen. Also etwas sehr, also durchaus sehr, wo Jugendliche wirklich ernst genommen werden und wo sie nicht nur mal gefragt werden und dann vielleicht wird irgendetwas aufgenommen und eine kleine Verbesserung herbeigeführt in den Jugendzentren. Ja, mich dann so ganz konkrete Geschichten interessieren. Ich sage es jetzt mal, PS.
ist da nicht auch viel Show einfach auch dabei, so dass man jährlich auf den Jugendlandtag macht oder das Treffen auf kommunale Ebene wieder auffordert, das Wohnrecht hinabzusetzen und so weiter? Oder gibt es da ganz konkrete Prozesse, die entstehen in solchen Partizipationsmodellen, wo man halt kann sagen, schau, das Projekt war dieser Freiraum, ist echt auch so ein Prozess entstanden. Das stellt jetzt in Holland und das war so und so. Kann man das ganz konkret benennen? Ich habe jetzt bewusst nicht von den Jugendparlamenten, von den Jugendgemeinderäten gesprochen, sondern von, eben von diesen anderen Formen. Ich selber glaube auch, dass es wichtiger ist, also, bei den Themen von den Jugendlichen zu bleiben und nicht diese Gremien zu bilden und sie quasi einzuführen in die politische Welt, wie man jugendpolitische Anliegen vielleicht dann weiterbringen kann. Sondern die Erarbeitung und die Umsetzung wirklich ihrer eigenen Themen geht und nicht so sehr so institutionalisierte Formen. Ich bin etwas skeptisch, was die institutionalisierten Formen anbelangt, weil sie beliebig sind, weil sie vielleicht eben auch aus dem Bedürfnis da Erwachsenen heraus entstanden sind, Jugendliche zu rekrutieren, junge Politiker sozusagen heranwachsen zu lassen, die sich einfügen in die Gremien, in die politischen Gremien und damit sie das kennenlernen, wie die Gesellschaft funktioniert und wie die Mitbestimmungsmöglichkeiten politischen sind. Das heißt nicht, dass alles schlecht ist, was da gemacht wird, und es hängt sehr davon ab, wie die Wahlen ausgeschrieben sind. Es sind ganz unterschiedliche Modelle, und jetzt gibt es ja, also das Regionalgesetz sieht ja vor, dass es Mitbestimmungsmöglichkeiten von Jugendlichen in jeder Gemeinde geben muss. Die Statuten sind entsprechend abgeändert worden in den letzten Monaten. Und es wird sich zeigen, was diese Möglichkeiten bieten. Das muss man dann, wir haben auch vor, da gemeinsam mit dem Gemeindeverband nochmal nachzuschauen und anzuregen, ob es vielleicht Verbesserungen braucht, um zu schauen, dass es wirklich nicht so Alibi-Organisationen sind, sondern dass es wirklich dass die Anliegen der Jugendlichen wirklich gut vorankommen. Können wir ja am Ball jetzt weiterspielen, sodass das jetzt auch Möglichkeit ist. Ja, da noch. Nein, Moment, ich wollte jetzt einfach den Ball in der Uli auch zuspielen, gerade dass das von Partizipation, wo der Peter Kohler das auch anklingen hat lassen, ist sehr viel Zustimmung auch so gewesen, noch nie halt so beobachtet. Und auch davon, wenn wir jetzt, dass wir auf den Weg gehen und nicht mehr von Rebellen reden. Das hat auch so viel Zustimmung gefunden von den meisten, die jetzt also wirkt beim Zunicken. Uli, du? Ja, dass man das weggeht und dass man eben doch hingeht, jetzt auch zu schauen, wo sind so Möglichkeiten, wo Jugendliche, Erwachsene, Generationen übergreifend auch miteinander für neue Visionen, neue Plätze auch diskutieren können und auch konkrete Lösungen weiterbringen. Ja. Ja, ich denke, dass die Frage die ist, von der Jugendarbeit her jetzt, ob die Jugendarbeit jetzt überhaupt, was die Aufgabe der Jugendarbeit geworden ist. Weil ist es wirklich die Aufgabe der Jugendarbeit, mit fünf Leuten zu arbeiten, in ihren zwei, drei Jahren lang experimentieren und ihre Grenzen einsetzen, ausprobieren? Oder ist es die Aufgabe der Jugendarbeit, mit den Jugendlichen zu arbeiten, denen es schlecht geht und die Probleme haben? Und ich glaube, es heißt, es ist nicht, es ist nimmer, oder vielleicht nie gewesen, gleichzusetzen, dass jemand, der kritisch ist und seine Grenzen ausprobiert, automatisch jemand ist, dem es schlecht geht. Also ich glaube nicht, dass Rebellion allgemein Ausdruck ist von und das von schlecht, das kann auch ein kleiner Ausdruck sein, dass man selbstständig denkt.
Aber was soll noch die Antwort von Jugendarbeit sein? Das habe ich jetzt noch nicht herausbekommen. Soll es ein weniger sein? Soll es ein mehr sein? Soll es professioneller sein? Soll es gleichberechtigter sein? Oder was soll es sein, das Jugendarbeit? Ich glaube, Jugendarbeit, das ist das Problem, oder das ist ja ein großes Problem der Jugendarbeit heute. Und das wird sehr diskutiert und da gibt es ja ganz unterschiedliche Ansätze. Weil es gibt eben Leute, wie Sie ja sagen, deswegen, man kann bei Jugendarbeit, dass man eine gewisse Erfahrung jetzt selber gemacht hat, weil sonst kann man die Jugendlichen nicht verstehen. Und es gibt andere, die sagen, nein, es ist nicht so. Und man muss sich einfach an gewisse Regeln halten und die Jugendlichen müssen lernen, in gewissen Regeln zu leben. Sich anzupassen. Ja, und das ist, meine, das ist einfach ein politischer Diskurs. Und dem, wie der Peter gesagt hat, glaube ich schon an, das ist innerhalb vom System im Moment wirklich so aufgebaut, dass es gibt keine wirklichen Rebellen. Weil wenn jemand, der sich hier im Bank nutzt, kann wirklich alle einfach jemand sein, der seine Position kritisch und selbstständig überdenkt. Und vielleicht war die Arbeit von Jugendarbeit, sich dem Jugendlichen alles zuzuwenden, der wirklich 12 Stunden Playstation spielt, anstatt dem, der jetzt einmal in der Insel kieft, also, weißt du, ich bin froh. Florian, du wolltest vorhin eine Person? Ah, das war noch vorhin zu der Frau. Gius. Gerda Gius. Lius? Gerda Gius. Gius? Ja, Gius. Ja, also sie hat dann aufgezählt, ja gut, was ich jetzt verstanden habe in der Sprache, wegen Sachen, was sie für Jugendliche herrichten und so. Was hat alles so gemacht werden in Südtirol? Nein, ich mache ein Beispiel, was ich jetzt mal gehört habe. Ein Kollege von mir, der ist so typischer, ja, sagt man halt, ein Handwerker da in Südtirol, der seine, alle Tage sein Rauschen und sauft und solche Sachen. Und der hat mir jetzt mal eine sehr gute Frage gestellt, Was wollen wir eigentlich sonst anders dienen in Südtirol? Ja, nein, das lass mal sagen. Also, hast du sich auch unsaufen, oder? Ja, ja, sicher, ich kann. Was ist die Frage an mich? Ja. Aber ich soll mal sagen, was sonst schon. Extra, wir haben eine Großstadt zum Beispiel. Ja, was soll ich? Was soll ich anders stehen, als sich auch unsaufen? Nein, der ist blöd. Die Frage kann ich eigentlich nicht. Ich habe die Frage nicht. Ja. Ja, das ist auch. Du schickst sie weiter zum. Ich kann es nicht beantworten. Ich recherchieren, dass er sich mal die Frage stellt. Ja, er denkt mir genau. Na, um bei der Jugend zu bleiben, oder? Das ist ja unser Thema heute. Um das weiterzuführen, was wir angedacht haben. Ich glaube nicht, dass es so viele Spezialeinrichtungen braucht und dann ein spezielles Jugendparlament und ein spezielles das und jenes für Jugendliche, sondern wenn wir bei der Grundfrage bleiben, wo können Jugendliche überall mitmachen und sich mitengagieren als Peers oder wo können sie das, was Erwachsene machen? Es muss etwas Spezielles sein. Dann kriegen sie die Junior-Variante von der Erwachsenen-Variante. Oder? Sondern es geht darum zu schauen, wo überall kann man Jugendliche mit einbinden in den was erwachsene Welten sein. Dafür, und als Ketzer, ich darf ja unerhört sein da, oder? Ja. Heute, in diesem linken Gefilde, wer es uns vormacht, sind die Schützen. Ja, die Schützen machen uns das gut vor. Das ist ein Ort von Heimat geworden. Alle fragen sich, wieso sind so viele Junge bei den Schützen? Ja, weil sie ihnen einen Ort von Heimat geben und einen Ort von Mitgestaltung, wo sie mitreden können. An dem kann man sich ein Beispiel nehmen. Keine Rebellion. Seien die Schützen ein Modell? Un argomento, così che possiamo accennare, che forse non avremo tempo di affrontare, è quello, allora, la parola ribellarsi, no? Combattere contro qualcuno. Quindi è previsto che ci siano due parti, una parte che vuole affermare se stessa e una parte che viene vissuta come contro. Questo mi sembra interessante perché si cerca di agire sempre e solo dalla parte di chi è contro, ma bisogna chiedersi chi c'è dall'altra parte.
Allora la mia riflessione è, da una parte si dice che l'Alto Adige, Bolzano è una realtà molto, molto poco propensa alla devianza, alla diversità. La mia domanda è: chi decide qual è la soglia oltre la quale un comportamento, un atteggiamento, un pensiero è da considerarsi deviante? Più bassa è questa la soglia e maggiori saranno i comportamenti che verranno etichettati come devianti e potrebbero innescare ribellione. Quindi mi sembra strano che non ci siano ribelli, quindi non ci siano persone contro, come sembra che stiamo dicendo, in una realtà di cui continuiamo a dire invece che è molto castrante, che è molto limitante, che è molto bacchettona. Queste due cose adesso, mentre parlavamo, mi sembravano così un po' in contraddizione tra di loro. Io non ho la risposta, pongo la riflessione. Chiunque voglia dire qualcosa. Secondo me, tu prima dicevi, forse bisogna un po' capire chi è il nemico, no? Ma secondo me essere ribelli non significa per forza avere un nemico che è una persona, che può essere anche qualcosa per cui si combatte contro, che si definisce, ma che non deve essere per forza una persona, un sistema o qualcosa. Secondo me un ribelle è chi è contro, va bene, però questo essere contro non significa per forza mostrarlo. Ci sono delle rivoluzioni, forse molto silenziose o sottili o piccoline, che fanno diverse persone, quindi secondo me ci sono tanti ribelli. È chiaro che non sono più a livelli di Che Guevara, che diventando poi l'emblema della ribellione, ma sono delle ribellioni molto più sottili, molto più sofisticate, forse perché viviamo anche in una società molto più complessa e articolata. Poi un'altra cosa sugli spazi giovanili. Io da giovane andavo anch'io con lo skateboard, questo a Bergamo, e l'idea dello skateboard era innanzitutto trovarsi, occupare uno spazio pubblico e poi fare di questo spazio pubblico, attraverso disegni o anche segnare questo spazio pubblico attraverso la propria presenza, no? Qui a Bolzano una volta ho visto un cartello molto interessante, che era un divieto con lo skateboard disegnato, no? Quindi era vietato andare a usare uno spazio pubblico per andare con lo skateboard. Perché? Perché sostanzialmente la richiesta dei giovani in uno spazio è stata soddisfatta creando uno skate park che c'è sul Talvero, no? La gente può andare lì a incontrarsi e a occupare quello spazio, no? Però forse preparare questi spazi già tutti pronti per i giovani vuol dire già aver perso la ribellione. Cioè, secondo me è questo il problema. Cioè, possiamo creare tanti centri giovanili, ma finché i giovani non hanno la possibilità di partire da zero, secondo me hanno già perso la loro ribellione, quindi negano gli spazi distruggendoli o vandalizzando. Un'altra cosa rispetto agli spazi è da occupare, no? Anche quando ero giovane volevo uno spazio da autogestire, eccetera, eccetera. Da una parte capisco che per avere uno spazio bisogna pagare un affitto, prendere delle responsabilità, avere anche una, o comprarselo o affittarselo, no? Questa possibilità comunque già ai giovani è negata. Quindi anche qui sta un po' il problema. Io capisco chiaramente tutte le responsabilità che bisogna prendersi, però i giovani non hanno la possibilità di acquistare o affittarsi uno spazio, no? E quindi come se loro vogliono uno spazio autogestito, allora forse una domanda un po' provocatoria, come possono prenderselo senza che sia chiaramente poi subito istituzionalizzato? Capisco che dietro quelle parole ci siano tanti problemi, nulla è esaustivo. Io voglio solo dire solo questo. Nella provincia di Bolzano c'è una grande sensibilità da parte del mondo politico verso il mondo giovanile. Pensiamo che se parliamo di soldi, io sono amministratore, allora io parlo anche di questo. Il bilancio provinciale della nostra provincia prevede uno stanziamento annuale di 8.700.000 euro all'anno,
da destinare allo Youth Arbeit Servizio Giovani. È una cifra significativa, importante, se pensiamo anche a quanto viene messo a disposizione diciamo così, in altre regioni della nostra Italia. Come vengono gestiti questi soldi? Evidentemente tante cose sono da correggere, da rimediare, eccetera. La provincia ha impostato una legge non dirigistica, non vuole che i giovani facciano ciò che vuole lei. La provincia ha impostato una legge che dà spazio all'associazionismo giovanile ed è quello il punto, per fare a un certo punto una sintesi. Bisogna che questi fondi vengano gestiti da chi? Dalla Valle sì, ma tramite non il singolo privato, ma tramite la provincia individuata dalle associazioni. Ha individuato le associazioni. Le associazioni giovanili sono di diverso tipo. Ci sono associazioni giovanili che si occupano di fatti culturali, di fatti, parliamo anche di sport, tante cose, non c'è mica solo servizio giovani. Ci sono associazioni che gestiscono centri. Sappiamo che questi centri non esaudiscono i desideri di tutti, non si sa questo, lo sappiamo. Però devo dire questo, mi sono piaciute le sue parole, però ci vorrebbe veramente da parte dei giovani anche, si parla di ribelli, non sono ribelli, nessuno si ribella, nessuno contesta, cioè bisogna partecipare, la partecipazione. La papa cotta non porta a nulla di buono. Ci fosse veramente una maggiore partecipazione dei giovani nel proporre, nell'organizzare, naturalmente quelli che possono, e nessuno chiede loro soldi, perché tutte queste attività sono gratuite perché devono chiedere. Ci vuole una maggiore partecipazione, necessita una maggiore partecipazione da parte dei giovani. Ed è difficile, sai, perché i giovani sono molto impegnati. Voleva dire qualcosa anche. Sì, penso che i livelli siano diversi tra loro. Tu hai parlato prima di spazi per lo skateboard, no? È vero, è un po' il discorso che faceva Peter con questa frase, no? Quando i ragazzi chiedono, la provincia mette a disposizione molti soldi, il comune mette a disposizione altri soldi, per cui poi le cose si realizzano, per cui si fa immediatamente lo skatepark. Chiedono uno spazio, si fa immediatamente il centro giovanile con il geranio alla finestra. Per cui da questo punto di vista, secondo me, le iniziative, i progetti si attivano. Resta lo spazio della ribellione, ma deve essere libero, non deve essere istituzionalizzato, perché sennò non ha più senso la ribellione. Questo spazio di libertà, per cui si infrangono anche le regole, dottor Recla, però voglio dire, fa parte della gioventù di ognuno di noi, e ci si assume la responsabilità di avere infranto delle regole, per cui arriva il poliziotto e ti dà una manganellata sulla testa. E il poliziotto fa il suo lavoro, il ragazzo. No, ma adesso sto esagerando un esempio. Per cui voglio dire, il poliziotto fa il suo lavoro, il ragazzo fa ribelle. Ecco, però voglio dire, fa parte della generazione. Meno male non sono tutti in associazione, meno male non sono tutti allo skate park, meno male. Cioè, però questa provincia, questa terra, tutti questi soldi spesso, secondo me, hanno un po' spento gli ideali dei giovani. Per cui effettivamente basta dire vorremmo lo skatepark, track, arriva lo skatepark, no? Ecco, e per cui si mettono poi i divieti, però. È logico, io ti do lo spazio, per cui lo spazio pubblico a quel punto deve essere regolamentato. Ecco, questo è un tema, nel senso che forse i troppi denari non sempre sono una cosa buona. Adesso questo da politica non dovrei dirlo, però lo dico lo stesso. Ho una memoria perfetta, dottore.
Volevo dire un'altra cosa che riguarda per esempio un'altra attività che il Comune di Bolzano, io ero funzionaria a quei tempi per cui la conosco bene. C'è stato tutto il periodo del movimento dei graffitari, dei writer, eccetera. Il Comune di Bolzano ha organizzato un progetto sul modello del Comune di Torino, non so se lo conoscete, che si chiama Murarte, per cui con grande difficoltà si sono individuati dei muri pubblici, per cui l'urbanistica, il patrimonio, insomma è stata una cosa molto complessa. Abbiamo messo a disposizione alcuni muri ai writer che avevano voglia di fare questa attività, un po' per recuperare magari aree urbane così un po' degradate e un po' per dare spazio ai ragazzi di fare questa attività in modo legale. È andata molto bene all'inizio, abbiamo avuto una risposta molto, molto importante, molto significativa, ci sono dei bellissimi muri, in via Lancia ce n'è uno che molti hanno visto, dopodiché non c'è più stata nessuna adesione. E allora su queste cose, secondo me, noi dobbiamo farci delle domande, ripeto. Allora, uno spazio di ribellione deve essere ribellione, e se è istituzionalizzata non è più ribellione. Per cui, esatto, i ragazzi che sono ribelli se lo devono conquistare lo spazio, perché se l'assessore di turno, ex ribelle, dà loro uno spazio, sì, diventa un'altra cosa. Ma questo senza dire che i ribelli sono buoni o cattivi, bravi o no, senza giudizio. Fa parte, penso, no, di tutti i percorsi che abbiamo fatto un po' tutti.